Als Schwarzwaldbahn wird heute die rund 250 Kilometer lange Strecke zwischen Karlsruhe und Konstanz bezeichnet. Die ursprüngliche Schwarzwaldbahn verläuft zwischen Offenburg und Singen. Ab dem Gutachtal, kurz hinter Hausach, muss der Zug klettern. Mit einer konstanten Neigung von 1:50 steigt die Strecke bis nach Hornberg auf 384 Meter über Normalnull. Im Zug ist davon nichts zu merken. Fast geräuschlos gleitet er über die Gleise. 80 Millionen Euro hat DB Regio in die neuen Fahrzeuge investiert. 36 Doppelstockwagen und 11 E-Loks der Baureihe 146.2 wurden angeschafft. Entlang der Strecke typische Schwarzwaldmotive. Die neuen E-Loks stammen ebenfalls aus der Bombardier-Familie. Mit 4200 Kilowatt Leistung und 160 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit sind sie für die Schwarzwaldbahn bestens geeignet. Auch für Manfred Oberg, über 38 Jahre Lokführer auf der Schwarzwaldbahn und seit kurzem im Ruhestand. Die Baureihe 146 ist für mich und aus meiner Sicht die ideale Schwarzwaldbahn-Lok. Sie hat ein sehr starkes Anzugsvermögen. Sie ist universell einsetzbar und sie ist vor allen Dingen für uns Lokführer ein sehr bequemer und ganz toller Arbeitsplatz. In Hornberg wird der Reichenbach-Viadukt überquert. Er ist der einzige Kunstbau der Strecke. Bereits seit 1873 besteht die Schwarzwaldbahn. Am Anfang waren natürlich Dampflokomotiven unterwegs. Ab den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bestimmten preußische P10 den Betrieb, besser bekannt als Baureihe 39. Fahrkarten bitte. Schon 1956 kam die erste V200 in den Schwarzwald. Bis 1964 lösten sie den Dampfbetrieb teilweise ab. Zwei Kehrschleifen und 37 Tunnel mit einer Gesamtlänge von fast 10 Kilometern ermöglichen den Weg über den Berg. Fast 500 Meter zwischen Hornberg und St. Georgen müssen dabei überwunden werden. Bis heute gilt die Strecke als Meisterleistung der Ingenieurkunst. Für den Lokführer gibt es in der Baureihe 146 nur noch wenig zu tun. Per Tempomat wird die im Bergabschnitt gültige Streckenhöchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde eingehalten. Der Lokführer kann sich also auf die Streckenbeobachtung konzentrieren. Am Anfang der E-Lok-Traktion stand die Baureihe 139. Für Manfred Oberg war es damals die Schwarzwaldbahnlok. Mit der Baureihe 139 haben wir den kompletten Verkehr betrieben. Sehr kurios, in Offenburg wurden die Schnellzüge, die aus Dortmund oder Münster kamen, wurden umgespannt von Baureihe 110 auf Baureihe 139. Ab Mitte der 80er Jahre taucht dann die Baureihe 111 auf, zunächst nur im FD-Dienst. Zum Fahrplanwechsel im Mai 1989 bespannen dann 111er den Interregio Kassel-Konstanz. Mitte der 90er Jahre kam dann die erste Drehstromlok auf die Schwarzwaldbahn, die Baureihe 120. Auch diese E-Loks waren zunächst im Interregio-Dienst unterwegs. Kurz nach der Wende hatten die ersten 143er rübergemacht, einige von ihnen bis in den Schwarzwald. Am Anfang spöttisch als Trabilok bezeichnet, entwickelten sie sich zu der Schwarzwaldbahn-E-Lok.
Im weiteren Verlauf der 90er Jahre bespannten dann die neuen E-Loks der Baureihe 101 Interregio und später Intercity-Züge. Die 143er hatten sich zwar bestens bewährt, waren aber mit ihren 120 km/h Höchstgeschwindigkeit auf den Zulaufstrecken zu langsam. Bis Dezember 2006 bestimmte die Bügelfalte nun den Betrieb. Im Stundentakt schlängeln sich die Züge von DB Regio auf der Schwarzwaldbahn. Eine der wohl ungewöhnlichsten und schönsten Strecken Europas. Eine Strecke mit Geschichte, die nun mit modernen Fahrzeugen weitergeschrieben wird. Und von Zeit zu Zeit wird auch die Vergangenheit wieder lebendig, wenn ein Nostalgiezug sich in der Steigung hält.